So, herzlich willkommen zu einer weiteren, ja, zu einer weiteren Laptop-Vorstellung. Also, ich glaube, 2 von 4 oder so. Das nächste, ein neuere Modell, ist dann dieses IBM ThinkPad. Jetzt habe ich ein Problem, weil das Ding hat 2 Laschen zum Öffnen. Ich muss erstmal gucken. Warum haben Menschen nur 2 Arme? So, ich habe es geschafft. Ha! Geh auf jetzt hier. Auf. So, blip. Genau. Der ist auch designt für, das ist ja mit diesem Sticker wunderbar. Kann man so erkennen. Nicht wirklich, ne? Auf jeden Fall Windows 98 oder Windows 2000. Intel Pentium Inside. Oder Intel Inside Pentium. Was auch immer. Mal gucken hier. Das gute Stück ist ein A20M. Ist in relativ gutem Zustand. Hat allerdings auch schon ein paar Macken. Leider auch wieder schon so bekommen. Das Ding hier ist abgefallen. Dann hat man schon gesehen, Pentium Inside Sticker sieht sehr mitgenommen aus. Ich habe auch schon teilweise überlegt, das Ding einfach abzumachen und sauber zu machen an der Stelle. Sonst soweit in einem guten Zustand hier oberirdisch, sag ich mal, also bei der Bedienfläche. Bildschirm selber auch relativ guter Zustand. Oberkante ist halt auch relativ lame. Und bei der Unterseite, da ist ein Akkufach. Den Akku hatte ich sogar. Allerdings war der schon so tot, dass der irgendwie nur noch 2 Minuten Laufzeit hatte. Und dementsprechend habe ich dann die Zellen irgendwann rausgenommen und das Ding einfach als Blankcase reingepackt, ohne Zellen. Und irgendwann habe ich dann auch das Ding weggepackt. Original, ich kann es vielleicht ein bisschen besser sehen, Windows 2000. Aber wie gesagt, ist auf Windows 98 zugelassen. Unter dem Case, ich glaube, ich muss kurz einen Schraubendreher. So. Ich glaube, hier drunter war der Arbeitsspeicher. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Erstmal die Schraube hier treffen, einhändig. Einhändiger Bandit. So. Ach nee, hier war die WLAN-Karte drunter. Oder? Ich weiß gar nicht, was ist denn das? Fehlt mir. Ach nee, ist die Modem-Karte. Modem und LAN. Der kleine Stecker hier ist fürs Modem-Anschluss und das ist für den LAN-Anschluss. Ich glaube, das ist eine kombinierte Modem- und LAN-Schnittstelle. Ja. Ansonsten mehr hat er hier unten nicht. Ansonsten halt noch hier unten das Festplatten. Ach nee, hier war der Arbeitsspeicher. Stimmt, genau, hier war der Arbeitsspeicher. Nevermind. So, der hat auch sogar schon. Gutes Fach für Restmüll. I don't know. Der hat hier 2 Module drinne. Ich glaube, genau, 256 Megabyte pro Modul. Komm schon, stell scharf. Du Sau. Ey, wie war's mit scharf stellen? Na, der hat heute irgendwie nicht so mit scharf stellen, kann das sein? Das hält ja gar nicht mehr scharf hier. Mach ich nochmal manuell. Geht auch nicht. Wow. Ja, auf jeden Fall 256 MB Arbeitsspeicher, davon 2 Stück, also insgesamt 512 MB. Ich glaube, das war auch das Maximale, was der Laptop unterstützt. Bin ich mir jetzt aber nicht so sicher. So, gehst du rein, Und den Schraube wieder festdrehen. Ansonsten schnittstellentechnisch hat er hier die Festplatte. Ich glaube, ich habe für den sogar mal eine SSD eingebaut mit so einem Adapter. Dann hat er hier ein Diskettenlaufwerk. Und auf der Stelle hat er ansonsten bloß noch Audio. Ich weiß gar nicht. Ich glaube Kopfhörer und Line-Out. Also Kopfhörer, Line-Out. Und das ist Mikrofon, genau. Dann haben wir hier diverse Schnittstellen. Haben wir Parallelport. Hier die beiden Schnittstellen, die zu dieser einen Karte führten. Einmal Modem, einmal LAN. Seriell VGA. USB 1.1 leider nur. Dazu komme ich gleich. Dann PS2, auch wieder kombiniert, Maustastatur, wobei da nur das Maus-Logo drauf ist.
Kann sogar sein, dass der gar keine Tastatur unterstützt. I don't know. Und dann hier halt den Power-Eingang, also Netzstecker halt. Und auf der Seite hat er einmal CD-ROM-Laufwerk. Hier hätte er noch zwei Anschlüsse. Ich glaube, das war entweder Cinch oder S-Video. Aber hat er halt nicht belegt, deswegen sind die Dinger hier abgeblendet. Und hier haben wir PCMCI, also PC-Karten-Slot. Und hier haben wir eine von den beiden Karten drin, die ich ursprünglich für den Toshiba 210 CS gehabt hatte. Weil das halt eine USB 2.0 Karte ist. Und der, wie gesagt, hat eine USB 1.1. Und dementsprechend hat er hierüber jetzt zweimal USB 2.0. Yay! Und der erkennt die Karten wenigstens. Ha. Genau, das einmal so zur Hardware. Oh, jetzt mein wunderschöner Kontakt rausgefallen. Hintergrund, das Case bei der Festplatte unten drunter ist relativ viel Metall. Und als ich da die SSD reingepackt hatte, war die SSD untenrum ungeschützt und damit da kein Kurzschluss entsteht, hatte ich das Ding quasi als Isolierschicht zwischengepackt. Ja, Frankenstein lässt grüßen. Gut, brauchen wir jetzt nicht bei der Festplatte, hoffe ich, I guess. Naja. Genau, das so zum ersten Teil. Und beim nächsten Teil schalten wir das Ding mal ein mit Strom. Und dann gucken wir mal, was da so kommt. Bis dann.